Ihnen auch so, da träumt man so quasi von einem Vier-Gänge-Menü, welches natürlich möglichst schon fertig angereichert ist, dass man sich nicht selber hinstellen muss. Hinterher wachen Sie auf und sagen sich, mein Gott, Vier-Gänge, wie soll ich das bloß machen? Ganz klar, die Antwort gibt es hier bei uns in der Sendung. Es wurden auch schon mal 6 Gänge gekocht und das in 20 Minuten. Ja, ja, das müssen Sie erstmal nachmachen, dann merken Sie, wie schwer das wirklich ist. Deswegen sind Sie hier, auch heute Abend wieder. Und ja, Sie sind heute das wirkliche Traumpaar hier bei uns. Herzlich willkommen. Susanne Fössing und Sante der Santis. Sante. Sante. Kommt sie das auf? Sie hat eine Mütze heute an. Und sie hat nicht nur eine Mütze heute an, sondern sie hat eigentlich im Prinzip genau dein Mützchen an. So sollte es sein. Ich habe auch was mitgebracht zum Abtupfen. Hier für dich. Das ist süß. Aber weißt du was, Susanne, das ist zu klein. Pavarotti, Luciano. Genau, ja? Da hast du vielleicht braucht immer ein etwas Größeres. So, ein Tüchle. Geht er immer auf die Bühne raus und ja? Und so muss das bei dir im Prinzip auch sein, bevor du anfängst zu kochen. Das kann ich schön wegstecken, das sieht man nicht. Das stimmt. Genau, ja. Stecke ich irgendwo rein. Ja, ist doch wunderbar. Genau. Voilà! Ah. Ich merke schon, ihr seid alle derartig motiviert. Dann würde ich doch sagen, lasst uns die Löffel schwingen. Genau. Jawohl. Super. Allora. Upsala. Briefe. An dieser Stelle immer gibt es vor allem die Antwort auf die Briefe. Das freut die Menschen, die schreiben ganz besonders. Heute zum Beispiel hat uns geschrieben Ingrid aus Ulm. Ich würde gerne einmal Essig selber machen. Geht das zu Hause überhaupt? Und kann mir einer deiner Spitzenköche bitte verraten, wie man ihn aromatisiert? Also den Essig. Spitzenköchin, in diesem Fall, wird erklären. Mach Susanne. Doch gerne. Also, ich habe mir überlegt, wir machen einfach mal einen Himbeeressig. Oh ja. Habe in dieser Flasche also Himbeeren, frische Himbeeren. Man kann auch TK-Himbeeren nehmen. Ja. Reingetan. Ich werde jetzt meinen Trichter drauf machen. Auf diese Menge, auf einen halben Liter Weißwein, kommen 6 Esslöffel Essigessenz. Diese Essigessenz einfach auf diese Himbeeren geben, anschließend das Ganze mit Weißwein aufgießen. Ups, oh, und vor allem nicht so schnell. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Und Korken drauf. Da haben wir schon mal unseren Himbeeressig. Den kann man jetzt auch sofort benutzen? Nein, den sollte man schon ein paar Tage stehen lassen. Also am besten erstmal so, ich würde sagen, so 1-2 Wochen wäre schon toll. Mhm. Wir haben das dann mal vorbereitet, Weißweinessig. Nochmal mit Kräutern, Salbei, Kerbel, ein bisschen Rosmarin und man kann eigentlich alles reinmachen. Im Prinzip, was man will. Hier haben wir nur einen fertigen Rotweinessig und den wollen wir einfach nur mit ein bisschen Rosmarin aromatisieren. Mhm. Das heißt, diesen Rosmarin einfach auch in diese Flasche geben. Toll wäre zum Beispiel, wenn man diesen Rosmarin jetzt vorher frittieren würde und dann in die Flasche gibt, dann hat es ein bisschen mehr Aroma. Wird aber im Allgemeinen nur für Öle benutzt, ne? Also diese frittierten Kräuter. Und dieses gießt man auch einfach auf. Wo kriegt man denn diese Essigessenz? Die Essigessenz in jedem Lebensmittelladen. Ah ja, okay. Ja. Nehme ich auch am liebsten, wenn ich Rotkohl koche oder so, weil der wirklich knallerrot wird. Kann man viel mitmachen. Essigessenz ist eine tolle Sache, sollte man vorsichtig sein, weil er sehr scharf ist. Ne? Wunderbar. Ja. So. Klasse. Sieht sehr gut aus. Merci bien, madame. So. Signore, ihr habt geschrieben Jesko aus Hamburg. Hummel, Hummel. Wie hieß er?
Jesko heißt das. Ich esse unwahrscheinlich gerne Gemüse, doch auf Dauer fallen mir keine neuen Zubereitungsideen mehr ein. Das kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Kann mir einer der Köche vielleicht sogar der Sante, da steht er zufällig, verraten, wie man eine Gemüsesülze zubereitet? Ja, also du bist in deinem Element jetzt, eh? Genau, Gemüse, Brühe, Brita, alles klar. Alles mit mein dir, Element. Also auf jeden Fall, ich habe für Jesko. Jesko. Habe ich recht gehabt. Liebe Jesko, ich habe für dich also eine Gemüsesülze vorbereitet, indem ich dann einen Brühe hergestellt habe. Normale Fleischbrühe oder am besten Gemüsebrühe. Die Zutaten erkläre ich dir nicht. Ich glaube, dass du weißt es jetzt ganz genau, wie es langsam geht für eine Gemüsebrühe. Habe ich es durchpassiert, dann habe ich es dann in einen kleinen Töpfchen hingetan. Aber ich für ein Liter mache ich normalerweise immer 13 Blätter Gelatin, wenn ich Sülze mache. Aha. 13 Blätter Gelatin, werde ich sie in kaltes Wasser als erste einweichen lassen. Dann tue ich sie in den Brühe rein. Ja. Ja. Und dann rühre ich es, bis es entsteht wieder eine schöne, warme Konsistenz. Guck mal, so. Flüssig. Aha. Ja. Nachdem würde ich Gemüse nehmen. Ich habe jetzt ein bisschen zu ihr Gemüse, Blumenkohl, Tomaten blanchiert, verschiedene Gemüse wie Karotten, Sellerie, Brokkoli und so. Ausgestochene Zucchini, sieht auch gut aus. Ja. Gute Trieb, gute Tiefs. Ja, sieht schön aus. Guck mal, wie schön. Dann werde ich es dann in einem Formchen, ja, die Brühe einfüllen. Tue ich ein bisschen Kräuter dazu. Dann fülle ich halt die Gemüse rein. Wir können es so machen, guck mal. So. Verschiedene Gemüse rein, alles was du möchtest, gell? So, so, alles schön rein, ja, Tomatchen, ein bisschen von dieser wunderschönen blanchierte Gemüse, das heißt, da muss man sie natürlich alles blanchieren. Also blanchiert, das ist wichtig, natürlich. Nicht einfach roh jetzt. Blanchiert, man könnte sagen, sogar ein bisschen mehr als blanchiert. Hier, man hat hier einen Backapfel, sprich einen guten Buskopf, ja, könnte man nehmen. Ja, man hat Zimt, man hat Nüsse, man hat auch dementsprechend hier Rosinen. Genau. Ja, eventuell auch noch hier Semmelbrösel oder Kuchenbrösel. Ja, man kann Rum reinmachen, Cognac, ja, oder dementsprechend also hier mit dem Geschmack sind Zitrone, keinerlei Grenzen ja, gesetzt. Ich würde jetzt flach aufstreichen. Ja, ich tue noch was dazu. Ja, genau. Ja. Und wichtig, immer auf einem Tuch, ja, weil man das Tuch dann hier schön einrollen kann. Ja? Das heißt hier, man nimmt es dann hier, ja? Du siehst hier, das strudelt sich dann hier. Ja? Da strudelt sich's. Ja? Du siehst hier, wie schön dünn. Ja? Das wird jetzt mit Wasser eingestrichen auf Backblech, circa 30, 35 Minuten bei 180 Grad, schön goldgelb ausgebacken. Ja? Und dann wird er angerichtet. Du siehst hier, wunderbar, mit einer schöner, sahnigen Vanillesoße mit bisschen Fruchtmark. Aber woher wusstest du eigentlich? Ich habe vor der Sendung gesagt, ich habe Lust auf einen Strudel, auf einen Apfelstrudel, zufällig. Ja, ja, das siehst du ja. Ne? Man könnte einen Mittelrahmstrudel. Ja? Das war jetzt eine süße Variante. Ja? Und Kollege, und das macht die würzige. Ja? Der Wolfgang hier, aber du zeigst uns jetzt die würzige Variante. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem er Franz schön erklärt, wie er funktioniert, brauche ich nicht viel darüber zu erzählen. Ja. Alles wunderbar erklärt. Wir werden jetzt die süße Variante, hat er gemacht, es kommt die herzige Variante, und zwar machen wir Fisch im Strudelteig. Ziehen wir genauso aus, schneiden ihn so ein bisschen den Überreste weg. Mhm. Dann das Ganze mit flüssiger Butter einstreichen. Was ganz gut immer kommt, so. Also flüssige Butter. Sagen wir es mal, ich mache so einen toten Fisch da rein. Hier so eine. So ein Saibling da oder Forelle und den nicht nur so ganz nackig, da legen wir ein bisschen auf so Wurzelgemüse, kommt immer ganz gut beim Fisch, ne? Unten drunter ein bisschen. Mhm. Ja. Dann unseren frisch gefangenen Fisch, hurra, hier rein, platsch, ne? Würzen den noch ein bisschen, von innen natürlich, Pfeffer. Der lacht auch richtig von ja, das war Wilhelmine, hieß sie. Haben wir heute Mittag noch frisch gefangen. So, und dann oben drauf auch ein bisschen, damit sie nicht kalt wird, die Wilhelmine. Oh je. Und dann packen wir die Wilhelmine ein, deswegen haben wir auch da dieses auf dem Küchentuch. Mhm. Und kannst du dann so schön einschlagen. Wunderbar. Auch dann die Ecken wieder weg. Genauso halt mit Butter wieder einpinseln. Und dann wird Wilhelmine auf ein Backblech gelegt. Das haben wir hier. Und wie lange? Und dann wird Wilhelmine dann gebacken im Ofen. Und zwar für 35 bis 40 Minuten. Quatsch, dahin mit dir. Und dann, wenn Wilhelmine rauskommt, ist es schön braun. Und dann haben wir sie nachher so auf, angerichtet. Haben wir noch so ein Schnittlochbündchen hinten dran gemacht. Sieht aus wie so ein Fischbonbon im Strudelteig. Sehr lecker. Das ist die andere Variante. Ein einziger Strahul heute Abend bei uns, ein Strudel
der Gefühle und der Freude, denn es gibt am Ende dieser Sendung einen Preis. Herzlich willkommen in den Choice Hotels. Sie wohnen in der Universitätsstadt Göttingen im Clarion Hotel, in der Hauptstadt Berlin im Quality Hotel oder Sie entscheiden sich für das Komforthotel-Domizil in München. Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Und unser erster Kandidat, ich muss jetzt, lass uns mal ganz kurz schauen, ob er überhaupt da ist. Er sagt nämlich, ich bin total unpünktlich. Ach, was denn, er hat's geschafft. Carsten, bitte, komm zu uns. Hallo. Wirklich, bist du echt unpünktlich? Ja, aber das heutige Datum habe ich mir dreimal im Kalender angemerkt. Und ja. Heute Morgen hast du dich gefragt, Mensch, was war mal noch? Ja, genau. Da ist so ein rotes Kreuz im Kalender. Was war denn heute? Und wer hat dir auf die Sprünge geholfen? Du dir selbst? Nee, meine ganze WG hat gesagt, Carsten, raus mit dir. Du hast heute Kochduell. Genau. Mhm. So, da musst du jetzt für die WG natürlich auch zeigen, was du kannst, damit du zukünftig den Küchendienst übernimmst. Oh Mann. So, hupsala. Hey, das ist ja das Grün zu Grün in Carstens Tüte. Da-da-dum. Einmal durch den Garten. Super, sehr schön. Erzähl mal. Jo, habe ich einmal frischen Spinat mitgebracht, wie man sieht. Ein Bund Rhabarber. Mhm. Kleine Möhrchen, ein Bund. Zwei Kartoffeln. Die Linsen, Keimlinge. Mhm. Dann eine Paprika natürlich. Wir sind ja Team Paprika. Guten Brustfilet, Cashewkerne und ein Stück Ziegenkäse. Hör mal, ich finde, das ist eine ganz klasse Mischung. Was hast du bezahlt? 17,81 Mark. Und ich meine, Franz, da musst du gar nicht die Backen blähen. Das ist doch... Du musst die Luft rauslassen. Ist doch eine Riesentüte, oder? Ja, richtig, ja. Das müsste doch eigentlich genau das Richtige für dich sein. Also einmal quer durch den... Verlockend, ja. Ne? Schön bunt, viel Grün. Ballaststoffreich, ja. Vitamine, ja. Das kann doch als besser. Als hättest du es gern lassen, es konnte nicht besser kommen. Genau. Jetzt sind wir sehr gespannt, was Wolfgang auf den Tisch bekommt. Unsere nächste Kandidatin sagt, wenn sie die Augen aufschlägt und wach ist, ist sie gut gelaunt. Wach ist sie, dann ist sie auch gut gelaunt. Herzlich willkommen, hier ist Daniela. Hallo Daniela. Hör mal, bist du wirklich so eine, die so eine notorische Gutlaunige? Geht. Also wenn ich wach bin, dann schon. Echt, das heißt, du schlägst die Augen auf. Es kommt nie bei dir vor, dass du morgens mal sagst, po, was für ein Tag. Nee, ich denke dann schon wieder an Schlafen, dann habe ich ja wieder gute Laune. Ah, ich verstehe. Alles klar, so gesehen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das werde ich mir mal merken. Zeig, was du mitgebracht hast. Denn ich hoffe, du warst wach, als du einkaufen warst. Ich glaube nicht. Das komm mal, da siehst du noch, wieso denn nicht? Das ist ja super lecker. Erzähl mal. So, ich habe Erdnussflips mitgebracht, Feldsalat. Ein Straußensteak, Cocktailtomaten, Roquefortkäse, Blaubeeren, einen roten Apfel, Kartoffeln und Staudensellerie. Ja, da gibt's doch keine Fragen mehr, Wolfgang. Wieso? Ich meine, was machen wir mit Flips? Ich meine, die essen wir, das ist ja Cocktail. Können wir so als Snack da zwei reichen. Genau. Kurz vorm Schlafen gehen wieder wahrscheinlich, genau. Dann, wenn wir gute Laune haben. Danke. Was hast du denn bezahlt? 19,24 Mark. Na bitte, also ich meine, hör mal, Strauß. Ja, den Strauß, den... Habe ich noch nie gegessen, dachte ich mal. Ja, das ist lecker. Den picken wir gleich mit den Flips zusammen oder so. Ihr werdet euch bestimmt... Hören Sie das? Da wird sich schon schwer beratschlagt und ausdiskutiert. Locker, leicht muss es sein. Jawohl, wir wollen ja nicht, dass die Jury platzt, oder? Ja, hier ist sie. Schönen guten Abend. Cool, du hast doch einen lecker Kopf für uns bekommen. Er singt noch ein bisschen Elvis Presley, meine Damen und Herren. Heute bei uns zu Gast gewesen Elvis, Lob Elvis und... Christina Fischer, man glaubt es kaum, auch sie brachte heute wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie jetzt dran. Andreas Studer präsentiert Ihnen Tipps und Tricks für kalorienarme Rezepte. Leicht und lecker, ich zeige Ihnen, wie Sie schlank in den Sommer kommen. Mit viel frischem Obst, Kräutern und Gemüse. Leicht und lecker, jetzt bei Vox.